Hallo Leute, ganz kurzer Disclaimer bevor das Video beginnt. Ich habe dieses Video letztens auf meiner Festplatte wiedergefunden. Es wurde vor einem Jahr in Hamburg aufgenommen mit Sandra zusammen, also nicht wundern, wenn wir da eventuell anders aussehen. Und jetzt ganz viel Spaß damit. Tschüssi, euer Lürzius von Lürzenburg. Habt euch lieb. Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde Sandy und ich haben uns hier in Hamburg versammelt, denn wir spielen ein unfassbar krankes Game. Der Blockbuster des Jahres kommt natürlich auch bald für PlayStation 5 raus. Damit ist das heutige Video dann auch vorbei. Weißt du, manchmal habe ich Schiss vor dir. Sandy, du kannst ja schon mal das Spiel erklären. Also, hier seht ihr so ein Rädchen und das Rädchen hat das Gesicht hier von diesem Mannequin abgebildet und irgendwann hört der Pfeil auf zu drehen und dann zeigt es in eine Richtung und dann kann man daran erkennen, welchen Pixel man ausdrücken kann. Zum Beispiel, der Pfeil geht gerade so, das heißt, die Linie ist hier und ich müsste den und den Pickel hier ausdrücken. Oh, der Pickel sieht aus wie ein kleiner Penis. Ja, das hier ist Mr. Pimpel, meine lieben Freunde. Und bei Mr. Pimpel geht's, was machst du? Das ist irgendwie so ein Stück. Das ist auf jeden Fall Mr. Pimpel, aka Jimmy Neutron. Und er hat relativ viele riesige Pickel in der Fresse und wir müssen jetzt gleich hier ein Rädchen drehen und an diesem Rädchen kann man dann erkennen, zum Beispiel ich drehe jetzt mal und das heißt jetzt Kinn. Das heißt, ich muss einen von den Pickeln hier am Kinn ausdrücken und dahinter haben wir eine... Was ist das? Fontäne. Das ist doch keine Fontäne. Die gisst auf jeden Fall heftig raus und die befindet sich hier hinter. Das heißt, wenn man einen zu dicken Pickel hat, also die Pickel sind unterschiedlich dick. Es gibt ganz dünne und ganz dicke und ganz große und ganz kleine. Und wenn man beispielsweise einen dicken Pickel erwischt, den man ausdrücken muss, dann muss man halt relativ doll dran ziehen. Dann kann es dann, dass der Mechanismus ausgelöst wird und man wird nass. So, ich würde sagen, Ladies first, Sandy fängt an. Sandy hat... die obere Hälfte des Gesichts. Ich würde jetzt einfach mal... den hier rauspacken und ich habe es geschafft. Glückwunsch. Guckt euch mal diesen Eiter hier nie an. Die Sache ist, ich weiß nicht, wann das Ding spritzt. No sexual. Ja, ich drehe jetzt mal einfach und ich habe die rechte... Ich habe eben die Anleitung gelesen. Hast du den roten Knopf davor gedrückt? Du musst den roten Knopf erst aktivieren. 5 Sekunden später. Aktiviert. Der hier hängt schon halb raus. Dann nehme ich den. Oh. Alter, es geht nicht. Du hattest auch den mit Abstand, den fettesten Pickel. Guckt euch mal dieses Wiggle an, ey. Okay, Leute, ich bin wieder dran und ich bin... wieder obere Gesichtshälfte. Ja. Also oben wieder Froschi rausziehen. Ich bin gespannt. Nein, nein, der ist so, ne? Der ist schon krass. Oh, man darf doch nicht festhalten, oder? Oder wollen wir sagen, man muss so rausziehen, wie man so richtig auch einen Pickel rausdrücken würde. Ich bin dran und ich gehe jetzt wirklich aufs Ganze, meine lieben Freunde. Ich gehe jetzt wirklich richtig nah davor, drehe das Ding und ich habe die rechte Gesichtshälfte wieder. Ich nehme jetzt mal einen, wo ich denke, dass er nicht so groß ist, und zwar den hier. Du hast wirklich den kleinsten der kleinsten rausgenommen. Das war easy. Das war echt gut. Ey, diese Teile sind so ekelhaft, Mann. Ja, ey. Was war der ekelhafteste Pickel, den du je rausgedrückt hast? Also nicht. Die sehen aus wie so kleine Entenfüße. Entenfüße? Die sehen aus wie kleine Spätzle. Ih, Luca, Spätzle sind lecker. So, weiter geht's. Oh, auch da. Richtige Gesichtshälfte auch wieder. Da ist Sandy richtig mit dem Gesicht hier vor. Oh Mann, ich will nicht. Sie hat sich entschieden. Die reißt jetzt fast das Ding ab. Krass. Ja, du machst auch immer mit drei Händen. Du hast mit drei Händen wieder gemacht. Ich hab nur zwei Hände. Wie soll ich drei Hände benutzen? Kann es sein, dass du dumm bist? Ich zeig dir jetzt, wie man das macht als Mann. So, rechte Gesichtshälfte. Ich ziehe jetzt mit einer Hand einfach das Ding raus. So. Und nicht hier einen auf, ich halte den hier an 10 Händen fest, halt das Ding auch noch mit zu und mach so irgendwie. Es gibt keine 10 Hände! Leute, ich bin wieder dran und... wieder oben. Boah, oben sind nur dicke Oschis. Ey. Gesicht vor, Sandy, Gesicht vor. Krass, ich hab's wirklich nur mit einer Hand gemacht. Digga, guck mal, was der für eine Kurve da drin hat. Alter. Wenn das sieht nicht aus wie Entenfüße, dann weiß ich auch nicht. Spätzle, Junge!
unten. Oh, unten hat man noch gar nichts. Ah, sind da große? Oh, du hast jetzt 3-2 Entscheidung. Ich mach mit einer Hand. Okay, ich hab'n. Ey, wir sind echt gut. Wir sind echt vorsichtig. Bei mir, bisher ist es nur einmal und dann gegen meinen Arm ist es kurz gejusst. Wenn ich jetzt wieder oben hab, dann mag das Spiel mich nicht. Unten! Unten. Oh! Gesicht davor, Sandy. Gesicht davor, nur mit einer Hand. Ey, das ist jetzt brutal. Das Ding ist brutal. Ich halte ihn mal fest. Nee, ich glaube, wir haben irgendwas nicht aktiviert oder so. Natürlich haben wir das aktiviert, guck. Weißt du, ich bin einfach hochbegabt in Pickel auszudrücken, deswegen passiert auch nichts. Wir hatten es nicht aktiviert. Ja, liebe Leute, das ist YouTube Deutschland. Lass Like da. Aber sind ja zum Glück noch Peiklinge dabei. Ja, schön, dass ich als nächstes dran bin. Komm, gib mir die linke Seite, gib mir die linke Seite, gib mir die linke Seite. Der Pickel ist nämlich schon halb raus. Ich mach's extra mit der linken Hand. Oh Mann, du hast wirklich den nicesten Pickel. Das war der allernicesten, der war schon ein bisschen draußen. Es ist so, wenn man so drückt und der Pickel ist schon so weiß und dann kommt das so perfekt raus. Ja, Mann, kein ja, Mann. Nur so das Weiße. Rechte Gesichtshälfte. Gibt's nichts mehr. Doch, da gibt's hier den. Das ist rechte Gesichtshälfte, würde ich sagen. Da kommt übelst hier Wasser raus. Den Pickel hat immer noch nicht ausgedrückt. Ne? Ja, warte, nee. Da muss er wieder aufgefüllt werden. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt eine rechte Gesichtshälfte, aber gibt's nicht mehr. Das wäre einfach normal, ne? Unsere Gesichtshälfte. Okay, boah, es gibt nur noch einen am Kinn. Boah, scheiße. Schade, schade. Der ist gut, der ist super gut. Der ist echt richtig gut. Aber jetzt gibt es wirklich. Ey, war das hier gerade deiner? Ja, es gibt einen guten Pickel. Alter. Oh. Vielleicht einen, der noch okay ist, der Rest ist nicht mehr gut. Es sind aber noch Fehler. Alter. Das war sogar noch der einfachste von den dreien. Der untere jetzt hier ist so am Arsch. Nein. Echt? Es ist ganz knapp, dass ich den am Kinn nehmen muss. Nein. Boah, nein, Digga, der kommt überhaupt nicht raus. Nochmal ziehen, Luca! Alter! Nummer 2! Ist unmöglich. Alter, es ist unmöglich. Aber es ist immer noch nicht richtig raus. Digga, was kommt denn da raus? Guck mal! Ey! Echt? Ja. Aber der war auch mit einer der ekelhaftesten, Alter. Nur noch zwei Pickles. Die letzten beiden Pickel. Sandy ja, muss den unteren nehmen, ja. Und ich bin der Profi. Gute Nacht, Deutschland. Der letzte Pickel, meine lieben Freunde. Okay, habe ich auch nochmal gut hingekriegt. Das war's auf jeden Fall vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall... Wolltest du das Spiel manipulieren? Wolltest du das nicht nass machen? Und zum Abschied. Das war's mit dem Video. Jetzt müssen Luca und ich uns, glaube ich, verkloppen.